Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein ganz normales Unboxing-Video für dich und zwar geht es um die Foxybox. Das ist jetzt schon die zweite Ausgabe der Foxybox, auf die ich unheimlich gespannt bin. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die erste Foxybox habe ich ja kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Die jetzt auch. Und ja, wir gucken mal, was so drin ist. Ich hatte ja beim ersten Unboxing auch schon gesagt, dass ich sehr, sehr gespannt auf die zweite Box bin. Und denn meistens hast du ja so diese Teaser-Boxen, aber dann denkt man sich, was ist denn dann in der nächsten drin? So Special-Boxen und dann, ne? Müssen die sich dann ja auch halt irgendwie mal beweisen. Ja, und deswegen war ich sehr erfreut, als die Foxybox bei Instagram auf mich zukam und sagte, Mensch, Claudi, das erste Unboxing hat uns gefallen. Möchtest du nicht auch die zweite testen? Ja, mache ich gerne. Auch bei dieser Box ist es so, 24,90 Euro im Monat kostet diese Beauty-Abo-Box. Nur Full-Size-Produkte sind enthalten und das sind 5 bis 8 Produkte in der Box immer drin, so ungefähr pro Monat halt, ne? Mit mindestens 100 Euro Warenwert und ich bin super gespannt und will sie jetzt aufmachen. Ja. Die kommt in einem etwas anderen Design bzw. in einem anderen Format als andere Abo-Boxen. Entschuldigung, ich komme gerade erst von der Arbeit und ich bin noch ein bisschen tüdelü unterwegs. Genau, hier haben wir das Design der Foxybox. Du hast hier vorne so einen grafischen Fuchs drauf. Dann steht hier Foxybox. Sammy kommt um die Ecke. Genau, ja. Dann steht hier auch, dass man den foxen kann, dass man den folgen kann auf Instagram bei myfoxybox.de. Und ja, ne, sie ist noch komplett zu. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber ich würde sagen, wir gucken doch einfach mal rein. Sammy ist auch ganz gespannt. Wir gucken mal, was er dazu sagt. Huch. Er ist ganz neugierig, ne? Ja, ja, er möchte auch wissen, was in der Box ist. Möchtest du das auch wissen, Sammy? Na, dann sollten wir das aufmachen, was in einer Foxbox drin ist. Genau, mach feinartig Sitz, guck dir das an und dann machen wir das zusammen. So, alles sitzt wieder. Mausi, müssen wir für dich mal einen Podest organisieren, ne? Das wurde schon gefordert, ein Semi-Podest. Ist ein bisschen schwierig vom Platz her hier, aber wir geben alles. So, genau. Ich quassel und quassel. Ich bin übrigens sehr, sehr ungeschminkt. Also ich habe eben kurz durch mein Gesicht gewaschen. Hab mir heute Morgen einfach nur ein bisschen Mascara drauf gemacht und ein bisschen so, keine Ahnung, Eyeliner, so ein Grauen. Also wenn hier irgendwas Dekoratives drin ist, was ich testen kann, würde ich das sehr, sehr geil finden und direkt ausprobieren. Vielleicht auch eine Creme. Ich meine, mit einer Gesichtscreme kann man mich auch immer wieder glücklich machen, denn Pflege ist ja das A und O. So, ja, sie ist auch schon wieder genauso schön angeordnet und ich sehe schon so viele mega geile Sachen. Also, ne? Herrlich, das will man gar nicht auseinanderreißen, weil das echt schön designt ist. Hallo Beauty, deine Foxybox ist angekommen. Share and tag, Hashtag I am Foxy. Ja, das werde ich tun. Also das Bild werde ich gleich direkt online stellen und dann hast du schon auf Instagram den Spoiler, sage ich mal. Und ja, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dort teile ich mein Leben mit dir. Ich heiße Aido Alk P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter, weil ich mich einfach sehr spät bei Instagram angemeldet habe und das quasi noch ein freier Name war. Und ja, ich will jetzt echt wissen, was drin ist. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwie so ein Heftchen oder so einen Beileger habe. Aber ich kann hier gerade spontan nichts erkennen. Ich gehe mal eben gucken, ob ich in dem Karton irgendwie was drin hatte. Weil ich habe hier jetzt kein... Sammy will weiter gestreichelt werden. Ich habe jetzt hier kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit dabei. Vielleicht ist das in dem Karton, den ich eben weggeschmissen habe. Einen Moment. Nö, tatsächlich nichts in dem Karton gefunden, wo das eingepackt war. Das heißt, ich zeige dir die Produkte und ich suche dir die Preise mal aus dem Internet. Ich verlinke dir auch die einzelnen Produkte, wo ich sie quasi gefunden habe in der Infobox, dass du halt nachschauen kannst und vor allem auch nachvollziehen kannst, woher diese Preisgestaltung kommt. Außerdem, ich brauche gerade ganz viel Liebe. Immer wenn Frauchen von der Arbeit wiederkommt, sie muss erstmal knuddeln, aber heute wollte ich die Foxybox drehen, Mausi. Hm? Genau, genau, mach artig Sitz und dann warten wir, okay? Da Frauchen? Da Frauchen, dann muss Frauchen nicht los. Chillig. So. Als erstes habe ich hier etwas ziemlich Cooles drin. Und zwar von Dr. Grandel Collagen Boost. Festigt, restrukturiert. Das sind 3 Ampullen à 3 Millilitern. Und ich muss gestehen,
dass ich so zum Winter hin auch sehr, sehr gerne Ampullen verwende. Im Sommer mag ich das gerne, wenn ich eine Maske auf dem Gesicht habe, eine Tuchmaske, die das entsprechend kühlt und mir so ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Im Winter bin ich tatsächlich mehr der Ampullen-Fan, deswegen finde ich das eigentlich ganz geil. Was soll die machen? Wirkstoffkonzentrat mit 360 Grad Wirkung. Also einmal komplett drumherum, okay. Strafft und restrukturiert die Haut, stimuliert die Kollagenproduktion und festigt das Bindegewebe. Aber ist das dann nicht eher was für den Körper? Weil wenn das halt wirklich das Bindegewebe straffen soll, dann ist das doch eigentlich eher was für meine Beine. Denn da habe ich eher ein schwaches Bindegewebe, jetzt nicht unbedingt im Gesicht. Also, ich habe das jetzt mal gerade nachgeguckt auf der Homepage. 14,90 Euro kosten diese drei Ampullen übrigens. Und das ist tatsächlich für das Gesicht. Okay, aber also Bindegewebsschwächen habe ich nicht im Gesicht. Ich habe die tatsächlich an meinen Oberschenkelinnenseiten. Hier an der, an meiner Hüfte habe ich so ein bisschen, dass man halt so ein bisschen Dehnungsstreifen sieht. Und an der Möpse, ne? Das tatsächlich so ein bisschen, aber die verblassen natürlich jetzt auch mit meinen 30 Jahren mittlerweile mal. Aber ja, ne? Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Dann habe ich als nächstes von Dr. Severin eine Aktivkohlemaske Wash-Off. Ich glaube, letztes Mal hatten wir eine Peel-Off-Maske von Dr. Severin damit drin. Das sind ganze 100 Milliliter, also das ist echt riesengroß. Kann ich eigentlich ganz gut aktuell verwenden, weil ich Erdbeerwoche und so, ne? Mr. Fred ist hier sowas von am Leuchten. Also ich brauche hier eigentlich gar kein Licht, weil der versprüht so viel, das hört sich irgendwie total widerlich an, aber ne, er leuchtet im Dunkeln, um das mal so zu sagen. Da kannst du auch 10 Schichten Make-up drüber machen, das hilft nichts. Ein bis zweimal wöchentlich nimmt man das, 10 bis 15 Minuten und dann machst du das halt wieder runter und ja, ne, das ist halt so eine Aktivkohlemaske, ist eigentlich ganz cool. Das kann ich mir doch eigentlich jetzt gerade mal so aufs Gesicht draufgeben, ne? Und dann kann ich das 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dabei dann die restliche Box öffnen. Ist ein bisschen creepy, aber Leute, was soll's. Creepy im Sinne von, ich mache mit der Maske auf dem Gesicht einfach das Unboxing weiter. Das ist ist merkwürdig, das sowas zu machen. Also erstmal die Ringe abnehmen. Dann aus der Barbo-Box, die ich übrigens in einem anderen Video verlose, in meiner Abendroutine, ne, denkt dran, den Pinsel nehme ich hier immer ganz gerne für solche Gesichtsgeschichten. Und dann gebe ich mir die Maske auf mein Gesicht. Ja, die riecht halt wie eine ganz normale Aktivkohlemaske, ist aber deutlich flüssiger als andere Aktivkohlemasken, muss ich sagen. Was findest du eigentlich besser, wenn in den Boxen tatsächlich Full-Size-Größen drin sind? Und die dann ja auch dementsprechend vielleicht ein paar Euro mehr kosten. Oder wenn das dann halt auch mal etwas kleinere Sachen sind, wenn das so Pröbchen sind oder so. Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Also ich persönlich finde es ziemlich cool, dass hier Full-Size-Produkte drin sind. Und man dann ja wirklich das komplette Produkt hat, ne? Weil du kannst die Wirkung eines Produktes ja immer am besten einschätzen, sage ich mal, wenn du das auch wirklich von vorne bis hinten verwendest. Und wenn du dann nur so ein kleines Pröbchen hast, bringt dir das nicht so viel, ne? Gerade so bei Cremes und Lotions und so. Auch theoretisch könnte ich jetzt auch noch meinen Hals ein bisschen machen. Da habe ich jetzt nicht so die unreine Haut, aber was du hast, das hast du, ne? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu tief komme, weil da kommt ja dann irgendwann mein Oberteil, ne? So, ach das, ich finde, das würde ich jetzt einfach mal so lassen. Das sieht jetzt auch echt etwas merkwürdig aus. Aber wir lassen die jetzt einwirken. 10 bis 15 Minuten, 17.26 Uhr ist es hier gerade neben mir. Fühlt sich auf jeden Fall angenehm auf der Haut an. Es brennt jetzt nicht irgendwie oder so. Und ja, ne? Alles Weitere siehst du jetzt im weiteren Verlauf. Unfassbar viele Produkte sind übrigens hier drin. Ich habe hier auch ein Produkt, was ich tatsächlich schon mal verwendet habe und was ich richtig gut finde. Das ist von Herr Doktor, ein Zwei-Phasen-Thermo-Conditioner. Ich benutze ja solche Sprühhaargeschichten, nachdem ich geduscht habe in meinen feuchten Haaren, um eben besser durch meine Haare durchzukommen und um ihnen halt nochmal die notwendige Pflege zu geben, die sie nun mal brauchen. Und da ist dieses Produkt enorm gut gewesen. Daraufhin, nachdem ich das halt
auch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt und gesagt hatte, hat der Herr Doktor mich sogar angeschrieben und mir dann noch ein Produkt zukommen lassen. So ein mega geiles Haaröl, was ich noch unbedingt testen möchte. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich noch ein anderes verwende. Mega cool, dass dieses Produkt drin ist, denn ich freue mich da extrem drüber. Wirklich, das ist ein richtig pflegendes, tolles Produkt. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, aber das Produkt, die Pflege, unfassbar toll. So, freue ich mich. Und das sind 50 Milliliter hier drin. Joa. Ne? Gefällt mir. Dann habe ich hier nochmal Ampullen drin von Janssen Cosmetics. Die sind hier. Da habe ich auch 3 Ampullen, aber diese sind jetzt A2 Milliliter. Geh auf, du Schönes. Oh, guck mal, wenn man das aufmacht, oh, das ist schön, dann klappt das so hoch, ne? Das hat so einen Mechanismus, dass die halt so 1A aufklappen. Mega schön. Also das gefällt mir unheimlich gut. Finde ich richtig klasse. Toll gemacht vom Packaging her. Also da hat sich jemand im Produktdesign wirklich was Tolles überlegt. Das gefällt mir. Ja, das sind 3 Hyaluronviecher. Sollst du nicht trinken und sollst du dir auch nicht ins Gesicht reinspritzen. Ne? Hier sind so schöne Anwendungsbilder. Das finde ich ja herrlich gerade. Ja. Sind halt Ampullen. Wirkstoffkonzentrate in Ampullenform. Ampulle im Schutze eines Zellstofftuches aufknicken und den gesamten Inhalt nach und nach über Gesicht und Hals verteilen und sanft eindrücken. Nur zur äußerlichen Anwendung. Ja, finde ich richtig cool. Es wird übrigens in diesem Video auch eine Verlosung geben. Übrigens kommt meine Kamera gerade voll nicht drauf klar, dass ich dunkel bin und finde ich ziemlich witzig, denn mein Hintergrund wird gerade sehr hell gestellt. Ja, das heißt, ich werde auf jeden Fall einen von diesen beiden Ampullen gleich auch in die Verlosung reinpacken. Ich muss nur nachher mal gucken, welche. Was auf jeden Fall mit in die Verlosung reinkommen wird, ist von der Dr. Severin das Aktivkohle-Zahnaufhellungs-Kokosnusspulver. Denn auch in der ersten Box hatten wir schon so einen Zahnaufhellungs-Aktivkohle-Pulver. Du nimmst dir quasi deine Zahnpasta, also deine Zahnbürste, machst da Zahnpasta drauf und gehst dann mit der Zahnpasta auf der Zahnbürste hier rein und dippst das rein und putzt dir dann die Zähne. Habe ich aktuell noch nicht verwendet, also das, was ich da habe, weil ich aktuell eine Aktivkohle-Zahnpasta verwende und doppelt gemoppelt hält zwar besser, fand ich aber dann in dem Sinne irgendwie überflüssig und habe es nicht gemacht. Ja, und da ich jetzt halt ein zweites davon habe, beziehungsweise es ist ja, glaube ich, von einer anderen Marke, ne, geht das hier auf jeden Fall in die Verlosung mit rein, denn 2 von den Pötten brauche ich nicht, soll aber richtig geil sein, das zu benutzen und von der Wirkung her auch richtig toll sein. Ja, dann habe ich hier etwas zu trinken drin und zwar ein Matcha-Tee, Premium-Qualität, dein Beauty-Tee für innere Schönheit von Wonderfoods. Matcha habe ich, glaube ich, noch nie getrunken, muss ich wirklich sagen. Ich bin halt eher so eine süße und relativ klassische, was Geschmäcker angeht und ja, das ist halt einfach Matcha-Pulver und das... Die Tasse mit ca. 200 ml 80 Grad heißem Wasser aufgießen. Zu guter Letzt einige Male mit einem Löffel. Okay, kann ich jetzt eigentlich machen, ne? Ich gehe mal eben in die Küche, hole mir heißes Wasser und dann machen wir das da mal rein. Ich will das mal probieren. So, nun haben wir hier eine Teetasse mit heißem Wasser, einen langen Löffel und halt den Matcha-Tee. Dann mache ich den mal auf. Und darauf habe ich jetzt eigentlich mal Bock. Ich hoffe, dass der gut schmeckt. Ja, jetzt kann ich natürlich gleich das Instagram-Bild nicht so wunderschön machen, aber wir kriegen das schon hin, weil dann ja schon die Produkte geöffnet sind. Oh. Oh Gott, das riecht ja voll gesund. Mhm. Okay. Einen halben Teelöffel haben sie gesagt. Gehe ich da mal so ein bisschen rein. So, das sieht so ein bisschen aus wie eine Maske zum Silber anmischen, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich dachte, dass das irgendwie orange aussieht oder gelb. Das ist ja tatsächlich grün, ne? So Matsche-grün, Matsche halt. Kommt das in meinen Tee? Und dann rühren wir das um. Oh mein Gott, das sieht ja voll gesund aus. Okay. Das riecht auch wirklich nach Wiese. Ja, ich denke, dass ich den jetzt erstmal ein bisschen abkühlen lassen muss, ne? Weil ich meine, das Wasser hat jetzt gerade gekocht. Dann zeige ich euch nämlich erstmal die anderen Produkte, die in der Box drin sind. Das stelle ich mal eben nach hinten. So, dann kann der nämlich abkühlen. Etwas.
Sonst verbrenne ich mir hier gleich auch noch die Schnute. Das muss nicht sein, ne? Den trinke ich dann nämlich ganz zum Schluss. So, ja, kann ich halt noch nicht zu sagen. Sieht auf jeden Fall alles schon mal ganz interessant aus. 50 Gramm sind da drin. 100% chinesischer Matcha-Tee. Mhm, aus China kommt das, okay, cool. Ja, dann habe ich hier ein Produkt nochmal von Herr Doktor. Schade, leider kann ich das nicht verwenden. Oder macht das keinen Sinn, dass ich das verwende. Das ist nämlich ein Color Protect Shampoo. Das gibt Schutz und Pflege für koloriertes Haar. Und da sind 250 Milliliter drin. Ich bin natürlich blond. Das heißt, ich brauche keinen Farbschutz in dem Sinne für meine Haare. Hier muss man drücken, damit es aufgeht. Riechen möchte ich halt trotzdem dran. Oh mein Gott, das riecht so gut. Ich will es trotzdem verwenden. Ja. Aber es macht keinen Sinn, ne? Da gebe ich das lieber weiter. Und dann kann sich jemand anderes darüber freuen. Ich glaube, das ist dann wirklich sinnvoller. Okay, so, dann haben wir noch ein Produkt in der Box. Und wie viele Produkte haben wir denn dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte tatsächlich. In so einem süßen Organza-Säckchen haben wir hier drin. Das mache ich jetzt erstmal auf. Ach Mensch, das ist echt schön hier alles eingepackt, ne? Es ist erstmal Poppy Red ist die Farbe. Vegan Peter von Angel Minerals etwas. Und zwar bei Karin Hunkel. Was bist du denn? Das ist hier dieses Döschen. Und dann kann man da mit dem Finger rein und das auf die Lippen aufgeben. Und die sind ja noch frei bei mir. Oh, guck mal. Das ist so ein Kaminrot. Ja, das ist schon eine schöne Farbe, sehr natürlich und gefällt mir. Finde ich ganz cool. Das kann ich mir gut auch für den Alltag vorstellen, weil das sehr leicht ist und jetzt nicht unbedingt so aussieht, als wäre es quasi ein Lippenstift oder sowas. Ne? Das ist halt sehr, liegt sehr, sehr leicht. Du spürst es nicht, du fühlst es nicht. Ist ein bisschen wie ein Lippenpflegestift quasi. Also das ist schon eine coole Geschichte. Ist jetzt ein bisschen verrückt, das aufzutragen, wenn ich jetzt die Maske drauf habe. So, wir haben es jetzt 17.41 Uhr. Das heißt, ja, ich werde dann mal eben kurz die Maske abwaschen und bin dann sofort zurück. So, ich habe noch ein bisschen was so auf dem Gesicht. Normalerweise mache ich so eine Maske ja ganz gerne vorm Duschen drauf und wasche mir die dann quasi runter. Das heißt, ich habe jetzt noch so ein bisschen Krümelze im Gesicht. Also jetzt, wo das Gesicht halt auch wieder trocken ist. Ja. Aber meine Haut fühlt sich wirklich schön weich an. Sie spannt jetzt auch gar nicht so. Also ich kann euch mal kurz ein bisschen näher ranholen. Ne? Ja, so sieht die Haut dann quasi jetzt aus. Also mir gefällt's. Ich finde das so ganz gut, wie es jetzt aussieht. Und ja, ne? Fühlt sich jetzt auch ganz gepflegt an. Ich habe jetzt keine trockenen Stellen. Mr. Fred ist natürlich immer noch am Start, aber ne, es ist jetzt ja auch keine... Mach dir alle Pickel weg und entfernt dir alle Pickel und danach hast du nie wieder Unreinheitenmaske, sondern es ist einfach eine Aktivkohlemaske, die halt deine Haut reinigt und das hat sie definitiv getan. Finde ich ziemlich cool. Ja, ne? Hat schön belebt, meine Haut fühlt sich gut an. Das war jetzt quasi die Foxybox und wir probieren jetzt noch einmal den Matcha-Tee, der sich jetzt hier unten so ein bisschen abgesetzt hat. Das heißt, ich rühre den jetzt noch einmal durch. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich dann jetzt irgendwie klumpig im Mund anfühlt oder so. Ich muss gestehen, es kostet mich jetzt sehr, sehr, sehr viel Überwindung, das zu trinken. Wem geht sowas auch so? Das ist mir jetzt mega heiß. Mhm. Sehr gesund. Ist jetzt nicht so unbedingt meins. Ich probiere es nochmal. Und ich werde es auch auftrinken. Aber ich weiß nicht, ob ich den weiter benutzen werde, weil... Nicht meins. Gar nicht meins. Nee, das... Also, puh. Ist schon arg gesund sowas, ne? So, was du in diesem Video gewinnen kannst, ist von Herr Doktor dieses Shampoo für Color Protect, dann das Zahnaufhellungspuder von Dr. Severin
Und die Ampullen von Janssen Cosmetics, das sind diese drei Ampullen in dieser mega coolen Verpackung. Also die drei Produkte kannst du hier in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Das war jetzt mein Unboxing zu der Foxybox. Ich bin nach wie vor gespannt auf die weiteren Boxen, die da so kommen werden. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Soll ja über 100 Euro liegen. Ich bin wirklich gespannt. Ich fand die interessant, die Box, muss ich wirklich sagen. Was ich halt nicht so geil finde... Wir hatten letztes Mal eine Aktivkohlemaske drin. Wir haben jetzt wieder eine Aktivkohlemaske drin. Wir hatten letztes Mal ein Zahnaufhellungsprodukt drin. Das haben wir jetzt auch wieder, das Pulver. Und halt zweimal Ampullen in einer Box. Ist für mich ganz gut, weil ich das eine dann an euch verlosen kann. Aber wenn du die Box jetzt so bekommst, hast du es halt doppelt. Das finde ich dann etwas, Aber das sind jetzt hier alles Produkte, die ich jetzt noch nie in anderen Boxen irgendwie gesehen habe. Auch dieses Lippenprodukt gefällt mir unheimlich gut. Und ja, natürlich das hier mein absolutes Highlight, weil ich freue mich da echt drüber. Also, ne? Wirklich sehr. Ihr Lieben, wie gesagt, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!